auf der Göttinger Höhe vorbeigegangen an Maro Engel. Der auf 5, Kevin von der Linde auf der 6, Nicky Ketchberg auf der 7, Hase im 22er Audi auf der 18. Position. Und dann haben wir natürlich Racing ist ebenfalls hier im Rundfeld dabei. Gucken wir gleich mal. Das war natürlich eine Fehlinfo, aber der Monitor deckt sich noch ein bisschen ein. Nee, ist doch richtig. Also auf der 9. Position, da haben wir den Schnitzelheim Mercedes GT3, der hier eingesetzt wird. Optimale erste Runde in dem Fall für Marek. Ja, schauen wir mal. Aufgelegt. Montagmorgen los, machen die Testplätze auf.